Ja, hallöchen, ich bin auch wieder da und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei zu einer neuen Folge Proberaumtagebuch. Der Nico war auch wieder am Start. Er hatte sich ja ausgeruht gehabt, somit konnte er jetzt die ganzen Parts lernen. Wir waren ihm da ein bisschen voraus gewesen. Glaube ich, so halbwegs auf dem Start von letztem Mal. Schön, dass du auf dieses leere Blatt Papier guckst. Verlüstere mir zu. Ja, sieht da mehr als wir. Ja, vielleicht. Da wird Mickey Maus Zaubertinte letztes Mal was draufgeschrieben. Heute stand der letzte Song von unserem Album auf dem Kalender, und zwar Sacrifice. Sacre bleu! Wir haben schon festgestellt, da haben wir das Ding sehr, sehr viele verschiedene Parts. Wir haben das jetzt aufklamüsert in die ganzen Unterparts. Und Nico muss eigentlich heute nur noch die Parts dann mit uns durchgehen und lernen. Das hat soweit ganz gut geklappt. Okay, ich würde das gerne nochmal machen. Nein! Niemals! Oder nicht. Und am Ende sind wir jetzt fast am Ende angelangt. Es fehlt jetzt noch ein kleines Finale im Song. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Was auch nochmal zwei Takte sind. Das heißt, der nächste Chorus beginnt dann ab Takt 150. Hast du das vorher alles so überlegt? Ja. Das wäre 150, ja. Genau der. Richtig. Weil 150 originale Pokémon auch da gewesen sind. Daran orientiere ich alles eigentlich. Alle Songs basieren im weitesten Sinne mathematisch vor Pokémon. Genau. Ich habe jetzt von 1 bis 150 gezählt. Natürlich in dem gewundert, dass es nicht noch einmal. Aber nicht, weil du wirklich zählen kannst von 1 bis 150, sondern weil du dir die Pokémon richtig durchgegangen bist. Visa Sam, Visa Knoss, Visa Flor. Das höre ich auch hier auf dem Klick. Jetzt geht's eigentlich ans Eingemachte. Jetzt fangen wir richtig an dem Song zu arbeiten. Die ganzen Ecken abzuschleifen, die Kanten abzuschleifen. Nächstes Mal geht's weiter mit dem Song Sacrifice. Das große Finale. Sowohl beim Song als auch beim ganzen Album. Nämlich, ja, heute fange ich ganz viele Sätze an, aber beende sie nicht. In diesem Sinne. Ja, und heute war es dann soweit. Wir haben den Song einmal komplett am Stück durchspielen können. Soweit wie die Rohdemo von Dennis das vorgesehen hat. Das haben wir uns dann nochmal angehört, um zu gucken, gefällt uns das eigentlich? Beziehungsweise, wo könnte man Sachen ändern? Wo hört sich das noch nicht so ganz so cool an? Und dann ging es eigentlich daran, wo sind jetzt noch Probleme? Wo kann man jetzt Sachen ändern? Unter der Nico und ich, wir hatten nur ein paar wenige Sachen, wo wir gesagt haben, ja, das können wir uns mal angucken, da könnte das noch ein bisschen entspannter laufen. Dass man da nochmal sich besser abspricht, wie man dieses irgendwas man da macht. Ich habe eigentlich nur den Chor-Part. Ja, da würde ich nur einfach gucken, dass ich da irgendwie was anderes noch mache. Danilo hatte ein paar mehr. Wo fange ich am besten an, wo höre ich auf? So. Also ist noch einiges an Baustellen. Dann sind wir den Song von Anfang bis Ende, macht Sinn, einmal komplett durchgegangen, Part für Part, da wo Veränderungsvorschläge und Wünsche bestanden. Manche haben wir gleich was gefunden auf Anhieb, bei manchen noch nicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen ransetzen. Während der Danilo vollkommen in Gedanken versunken schon mal überlegt hat, was er spielen kann, da haben der Nico und ich uns ein kleines Gedankenexperiment gewagt in die Welt der Riesenmonster, Riesenroboter und wer zum Teufel zahlt die Schäden, die sie anrichten. Batman in Japan muss halt damit rechnen, dass riesige Monster dich angreifen oder andere Leute mit riesigen Robotern. Da kannst du ja nicht der Einzige sein, der keinen hat. Ja, ich meine, das Problem ist auch, wenn es wirklich zu was bringen willst und du denkst dir einen ultra guten Plan aus, der so gut ist, dass du sozusagen außerhalb deiner Liga schon die Superhelden, also wenn du jetzt böser bist und würdest außerhalb deiner Liga schon die Superhelden alarmieren sozusagen, spätestens dann hat er einer von denen riesigen Roboter. Und wenn du dann nicht selber einen hast, dann bist du der Idiot. Ja. Dann brauchst du jetzt gar nicht ankommen. Ich hoffe, sie haben auch eine gute riesige Roboterversicherung abgeschlossen. Das wird teuer. No. Das versehen wir so einen Wolkenkratzer niederreißt mit deinem Raketenarm oder so.
Ja, das ist einfach eine ganz andere Art. Zwei Wirtschaftszweig, der dadurch entsteht, der florieren wird dadurch. Godzilla kommt so aus dem Meer und dann gibt es so ein Anti-Godzilla-Kommando und die sitzen in ihrer Kommandozentrale und denken, oh shit, jetzt ist er wieder da. Und dann das Erste, was sie halt immer tun, ist erstmal Panzer und Flugzeuge gegen ihn schicken, die halt gar nichts bringen. So. Und ich denke, spätestens nach dem dritten Mal würde ich die Leute nicht mehr losschicken so gegen ihn. Und dann bauen sie ja so einen riesigen Roboter, um gegen Godzilla zu kämpfen. Ja, das ist auch sonst. Natürlich. Da muss man dann wiederum hoffen, dass ja diese Anti-Godzilla-Force Teil der Regierung ist. Weil wenn das irgendwelche Selbstständigen wären, stellen wir vor, die Versicherung, die dir den riesigen Roboter absichert, der gegen Godzilla kämpft. Wenn du dann irgendein Haus kaputt machst, dann bist du ja Ruin. Instant Ruin. So schnell kannst du gar nicht gucken. Wird das von Versicherung getragen? Das sind Fragen, die wir uns stellten. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie in die Comments und ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder, denn wir sind noch nicht fertig, es geht noch weiter. Was haben die Mondlandung, der Fall der Berliner Mauer und unser Album Survivors gemeinsam? Genau, die sind monumentale Ereignisse in der Geschichte. Werdet auch ihr Teil der Geschichte. Stellt euch drüben mal bei Start Next rein und bestellt euch ein Album vor. Das wäre der Hammer. In dem Sinne, Leute, bis dann.